Gemälde von Li Yunwei. Bilder voller Harmonie und einfühlender Gestaltungskraft. Li Yunwei erlitt bei einem Unfall im Alter von 20 Jahren eine Halswirbelfraktur. An Armen und Beinen ist er seitdem gelähmt. Seine Liebe zu malen reicht aber viel weiter zurück. Ich begann das Malen zu lieben, als ich noch ein Kind war. Ich erhielt viele Auszeichnungen in Taipeh. Einige Jahre nach seinem Unfall begann er mit dem Mund zu malen und er wurde Mitglied der Vereinigung Mund- und Fußmalender Künstler. Im Moment liebe ich chinesische Tuschemalereien. Manchmal versuche ich westliche Techniken. Ich liebe alles. Die Arbeit in der Vereinigung und der Erfolg seiner Bilder gaben seinem Leben eine neue Bedeutung. Menschen wie ich, die einen Job suchen, müssen üblicherweise mindestens eine normale Hand haben. Für uns ist es schwer, Arbeit zu finden. Die Vereinigung behält uns auch ohne Hände und sie hilft finanziell. Somit können Behinderte sich frei auf die Kunst konzentrieren, malen, was immer sie wollen, ohne Zeitdruck. Er wird dem Malen hoffentlich auch in Zukunft seine Hingabe schenken.